Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Das hier ist wieder eine Folge von Endless Minecraft und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, das letzte Mal war mir im Nether und das ging ja leider nicht so gut für mich aus. Ja, dieses Mal lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen. Ich will mal gucken, entweder gehe ich mit euch heute nochmal meinen oder wir versuchen mal ein paar Kühe hierher zu kriegen. Denn ich muss die massenhaft vermehren, damit wir an Leder rankommen. Außerdem brauchen wir Zuckerrohr, aus dem wir dann Papier herstellen. Und dann werden wir uns einen Zaubertisch craften und dann Bücher verzaubern. Ja, und natürlich brauche ich noch zusätzliche Diamanten, denn ich will mir weitere Dia-Ausrüstung machen, die wir dann auch entsprechend verzaubern können. Ja, so viel erstmal zum üblichen Vorab, bla bla. Und ich würde sagen, wir starten rein in die heutige Episode. So, dann gehen wir, gehen wir doch mal gucken, ob es hier irgendwo ein paar Kühe gibt. So, dafür brauche ich auf jeden Fall erstmal hier, ich brauche Weizen. Kommt, gib mir Weizen, so ist brav. Was habe ich denn später alles einstecken hier? So, okay. Dann gucken wir jetzt mal. Hallo Eisengolem. Hallo Eisengolem. G1 und G2. Was mache ich jetzt hier drin? Ich weiß es nicht. Wir haben ein Hühnchen. Das war mal ein Hühnchen. Hallo Kakak. Und tschüss Kakak. Und noch ein wandelnder, ein wandelndes Grillhühnchen. So. Akigala. Wie immer so schön bei uns das so. Akigala. Oh, geh mal. Ach, nee, komm schon. Hey. So ist recht. Jawohl, genau euch suche ich. Kommt mit. Das ist jetzt natürlich blöd von mir. Ich habe gar kein Gehege für euch. Oh, ist in dem Dorf ein Gehege? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wir müssen mal gucken. Kommt mit. Kommt. Putt, putt, putt. Oder so ähnlich. Da ist eine, da ist die andere. Kommt. Ich habe auch keine Leine, ne? Ich kann die ja auch noch nicht mal irgendwo festbinden. Das ist gerade, oh, das ist gerade richtig blöd. Hey, Muku. Ja, hier geht's lang. Ah, hier war doch, warte mal, hier war doch irgendwo ein Haus mit Gehege, oder nicht? Egal, da ist eins. Das nehmen wir. Wir packen heute die Schweine mit rein. Was ist denn mit dir? Du sollst nicht stehen bleiben. Hier geht's lang. So, rein mit dir, komm. So, kriegst du und du und dann macht jetzt Babys. Ja, so ist gut. So ist brav. So macht ihr das fein. So. Das sind ja schon Kühe. Und was macht ihr denn alle da drin? Oh. Wieso seid ihr mir hier eigentlich noch nicht aufgefallen? Ach, Jungs. Ehrlich. Euch kann man aber auch nicht aus den Augen lassen, ne?
Manometer, du. Komm raus. Hopp, 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 Jungs. Auf geht's. Z, ziemlich zügig. Wir essen zeitig. Komm. So. Hopp, Jungs. Nee. Nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ihr habt da drin nichts verloren. Mann, 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 du. Hopp, Jungs, auf geht's. Jungs. Mann. Immer dasselbe mit euch. So, was ist mit dem Meister da hinten? Hey, du. Und möglichst. Hey, du. Saftnase, komm schon. Hopp. Hopp. Oh, der. Das gibt's doch jetzt echt nicht, oder? Hey. 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 Hopp. Beweg dich. Beweg dich. Ich prügel dich. Nein, mache ich nicht, weil sonst kriege ich wieder miese Preise bei den Kollegen. Komm jetzt. Ein bisschen schneller, bitte. Oh. Na du. Komm. Jetzt mach halt, du Held. Oh. Ey, weißt du was? Dann bleibst du da drin. Ist mir jetzt auch egal. Ich schlag mir doch jetzt nicht die ganze Nacht um die Ohren und warte drauf, dass du mal in Wallung kommst. Na Kumpel, alles gut? Ist ein gutes Team, ne? Ja, denke ich auch. Wir zwei sind spitze. So, ja. Warum stehst du eigentlich hier so im Dunkeln rum? Ech. Das ganze Dorf ist einfach mies ausgeleuchtet. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so lange hier bleiben und jetzt sind wir immer noch hier. War ja eigentlich mal ganz anders geplant. Ach nee, machen wir jetzt hier die große Zombie-Party, ja? Das traut ihr euch auch nur, weil ich keine Rüstung habe. Au. Kumpel. Hey. Einmal, wenn man den Golem braucht, ist er nicht da. Ey. Na, bleibst du hier? Hopp, rein mit dir. Machen wir zu, die Hütte. Heieieieieieiei. Ah, so, essen. Was ist jetzt mit den Zombies? Ja, scheint fast so. Okay, ich leg mich mal kurz aufs Ohr. So.
So. Okay. Moin, Jungs und Mädels. Autsch. So, ab zu den Kühen. Schmarren. So, wir haben einmal hier. Bitteschön. Bitte noch eine machen. Eine Babykuh. So ist brav. Bitteschön. Noch eine Babykuh. Bitteschön, dankeschön. Auf Wiedersehen. So, was ist jetzt mit dir, Meister? Hast du dich jetzt mal umentschieden? Ja? Willst du raus? Willst du echt raus? Wow. Geht aber gerade nicht. Tut mir leid. Oh, jetzt, Adler. Komm. Mann. Okay. Du schaust böse aus. Du schaust echt böse aus. Was wollte ich denn? Ach ja, genau. Ich muss auch schnell nach Hause. Ich muss mal einen Blick in meine Truhe werfen. Und zwar habe ich mir das fast gedacht. Wir haben kein Zuckerrohr. Wir haben kein Zuckerrohr. Nun, denn in diesem Falle werden wir wohl oder übel. Welches suchen müssen. Ja, gut, ist halt so. Das sollte nicht so schwierig sein. Da drüben ist doch schon welches. Ja. Na ihr? So. Yippie! So. Nehmen wir das da. Nehmen wir das damit. Oh, ja. Nehmen wir das auch gleich mit. Hallo Chilis. Was tut ihr denn hier? Also, horch da mal. Da gibt es echt schönere Orte, wo ihr euch aufhalten könntet. Haben wir denn noch irgendwo Zuckerrohr? Ein Schaf. Hallo, Schaf. Oh, was haben wir denn da? Ja, das war jetzt mehr als unklug von dir. Ja, und jetzt schimpfen. Bist doch selber schuld. Meine Herren, du. Ja, ist ja recht. So. Hier, bitteschön. Und den Rest musst du dich selber kümmern. Okay, wir wollen mehr Zuckerrohr. Ein Kopffüßler, ein Tintenfisch. Da ist auch noch Zuckerrohr. Nehmen wir auch mit. Je mehr wir davon haben, desto mehr können wir davon anbauen. Desto schneller kommen wir ans Papier für unsere Bücher. Und wisst ihr was? Sand nehme ich mir auch noch ein bisschen mit. Ich weiß zwar jetzt gerade so aus dem FF heraus nicht weshalb, aber ja. Was wir haben, haben wir. Ganz einfach. Na,
Ihr? Geht's euch gut, ja? So. Gut, 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 gut. Als her damit. Hey, dich habe ich vergessen. Das geht ja mal gar nicht. So, und dann gehen wir wieder Richtung Heimat. Also, Richtung Dorf, weil Heimat ist das ja noch nicht so wirklich. Ein paar Blümchen gibt es hier. Brauchen wir Blümchen? Ich glaube nicht, ne? Obwohl, Blümchen können wir Farbstoff draus machen. Für was auch immer. So, also. Hallo, Schildi. Wir könnten auch Schildkröten vermehren. Für nichts, was jetzt gerade im Moment aktuell irgendwie Sinn machen würde. Ja, okay. Ja. Wir gehen wieder hier rein und stellen fest, unser Bett ist ja sogar noch weiß. Och nö, wir. Ich habe noch einen Stack Sand. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir haben so gar kein Holz mehr. Wieso habe ich kein Holz mehr? Wann habe ich denn so viel Holz gebraucht, Leute? Baum. Bäumchen. Ne, auch uninteressant. Ey, das hat geleckt. Warte mal, was haben wir denn da? Auch nur jede Menge Wasser. Na gut, na gut, na gut. Hätte er jetzt sein können. Tja. Hier mal auseinander. Nur schauen, dass wir alles erwischen an Holz, sonst lösen sich die Blätter nicht auf. Da ist noch was. Jetzt. Ja, jetzt wieder einsammeln hier. So ist gut. Vierundzwanzig Holz. Stöcke nehmen wir mit, da liegt noch eins. Da unten sind noch Stöcke. Jawohl, 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 jawohl.
Jawohl. Da steht auch noch ein Baum. Den nehmen wir auch gleich noch schnell mit. Ist nur ein kleiner. So. Dann mache ich mir jetzt eine zweite Truhe. Hallo? Führ mich doch nicht so in die Irre hier. Wieso fehlt bei dir da eine Scheibe? Nee, da fehlt keine Scheibe, bei dir fehlt hier ein Ding. Ja. So. Okay. Jetzt passt das wieder. Ey, lass mich jetzt da hoch. Wieso gehst du schlafen und lässt die Tür offen? Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Wie oft, hä? Du sollst diese Tür dazu machen. Hier könnten Leute einbrechen. Oh. Nee, nee. Ich sag immer wieder, diese Wohngemeinschaften, die klappen einfach nicht. Mm-mm, keine Chance. So, wir brauchen auf jeden Fall... Ach, machen wir uns gleich mehr Truhen. Was soll's? Wir können sie ja doch gebrauchen. So. Zack. Und dann machen wir uns da hier oben drüber noch so eine. Und dann... Ja, räumen wir jetzt mal ein bisschen auf hier. So. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Diese blöden Eier immer. Echt, ich... Ah. Was soll ich denn damit? Ah. Nix. Ah. Ihr sollt schlafen. Schlafenszeit. Okay. Also ich packe hier mal Holz rein. Alles, was Holz ist. Und die Erde packe ich da auch mit rein. So. Und Eichensätze nehmen. Genau, alles, was Pflanze ist, packe ich mal. Hallo? Es laggt. Und wie es laggt. Nein, es laggt nicht. Da habe ich nicht dran gedacht. Nichts da lecken. Jetzt brauche ich mal Holz wieder. So. Und zwar brauchen wir da eine Treppe. So, und die schmeißen wir uns jetzt da oben hin. Jetzt geht's. Okay, dann schmeißen wir nämlich alles, was pflanzentechnisch da ist, da oben rein. Das da auch. Und das da... Weiß ich noch nicht. Wieso ist das jetzt schon wieder ein Ei? Ja, Himmel, Herrgott. Überall diese Eier. Ich habe noch ein gelbes... Ach ja, genau, gelbes Bett. Da war ja was. So, Setzling habe ich gesagt, genau. Dann nehmen wir das da mal und... Ach, wir haben die Süßbären ja auch noch. Na, schau an. Dann packen wir die Süßbären oben rein, die Setzlinge. Das Weizen schmeiße ich auch mal oben mit rein. Okay. Dann habe ich gesagt, alles was Holz ist, da rein. Moment. Das kommt da mit rein. Die Knochen schmeiße ich da noch mit rein. Alles was Stein und Erz ist, lasse ich hier unten drin. Das heißt, ich muss aber auf jeden Fall das hier mal rausschmeißen. Das muss ich mal rausschmeißen.
Nee, Moment, das ist Stein. Ich denke, ich werde noch eine Truhe brauchen. Ich denke, ich werde schlicht und ergreifend noch eine Truhe brauchen. Eine machen wir uns noch. Und zwar so. Weil dann schmeiße ich... Ist das zum Davonlaufen? So. Dann schmeiße ich hier das da nämlich so rein. Das hier und das da und das da. Das hier und das hier. Und das und das. Ja. Und dann, was haben wir denn da unten jetzt noch? Die Goldkarotten. Oh. Die schmeiße ich mir hier mit rein. Dann schmeiße ich das Fleisch A da mit rein. Ist ja dann eigentlich fast schon wurstig. So. Dann machen wir hier mal eine neue Ordnung. Und zwar schmeiße ich die hier mal alle da hoch. Das schaut so ganz gut aus. Moment. Da drunter machen wir dann den Tuffstein. Ja. Ach, da haben wir auch noch. Okay. So. Da drunter mache ich mir dann Bruchstein. Andesit kann ich da hinschmeißen. Da habe ich den Tropfsteinblock. Und die Tropfsteine, die mache ich mal daher. So. Und dann sammle ich hier mal meine Erze. Die sammle ich jetzt einfach mal hier so. Okay, und den Sand schmeiße ich mir. Moment. Ach, da habe ich mal eine Erde. Ja, dann schmeiße ich den mal damit rein. Okay, und mein Boot, das kann ich ja dann eigentlich hier mit rein schmeißen. Ich habe da noch Kohle, ne? Aber das machen wir dann einfach mal so. Nein, da. Kohleblock schmeiße ich mir daher. Die Kohle lasse ich mal einstecken, für den Fall, dass wir sie brauchen. Ja, und dann haben wir da noch ein Bett. Das schmeiße ich mal hier mit rein. So. Ist jetzt nicht die beste Ordnung, aber besser als gar nichts. So schaut das aus. Wo kommst du denn jetzt her? Und was machst du in meinem... Also Meister, schau, dass du schleichst. So, gut. Jetzt suche ich mir noch ein nettes Fleckchen. Geht doch jetzt weg da. So, ein nettes Fleckchen zum... ja. Um mein Ding anzupflanzen, mein Ding anzubauen. Dass ich natürlich... intelligent wie ich bin, hier oben gelassen habe, hier. Wie bist du da reingekommen? Ich will es nicht wissen. Nein, ich will es echt nicht wissen. Behalt's für dich. Je weniger ich weiß, desto besser.
So, ich brauche Wasser. Und Wasser hatten wir da. So, und jetzt machen wir hier nämlich einmal schön rundherum. Ja, Regen, prima. So, mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine Menge Bücher. Für Verzauberung, für Bücherregal, für ja, einfach alles. So, gut. Ach, Kumpel, du schaust immer mieser aus. Möchte ich nur mal so angemerkt haben. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, ich vermehre noch einmal die Kühe. Und dann haben wir es für heute auch schon wieder geschafft, meine lieben Freunde. Ja, es ist nicht so viel passiert. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Hallo? Ach nein, ihr fresst ja keine Strohballen. Ihr wollt ja so euer Stroh haben. Hier und hier und hier. Und wart ihr nicht zu viert? Nein, wart ihr bloß drei? Na gut. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja Bescheid. Dürft ihr mir liebend gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Darüber freue ich mich immer. Ja, und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, bitte nicht vergessen. Oder... Was heißt nicht vergessen? Ich habe euch ja noch gar nicht darüber informiert, so offiziell. Das fällt mir gerade so ein. Also, dann sage ich euch das noch schnell zum Abschluss. Montags, wenn nichts dazwischen kommt, wird jetzt zukünftig immer ein Video von Minecraft Hardcore for Two mit der lieben Lady Fantasia hier auf meinem Kanal erscheinen. Und freitags dann Endless Minecraft. Und ja, ich... hoffe, das ist euch so ganz recht und dass ihr an beiden Projekten Spaß haben werdet. Und ja, damit würde ich dann das heutige Video tatsächlich beenden. Ich wünsche euch eine gute Zeit, haltet die Ohren steif, bleibt getreu und ciao, ciao.